Hallöchen und herzlich willkommen zur 44. Folge Let's Play Cities Skylines. Wir befinden uns jetzt gerade in der ersten Staffel und ich habe lange nicht mehr aufgenommen und habe mich jetzt aber endgültig dazu entschieden, dass wir diese Staffel noch zu Ende bringen werden und noch bis zur 50. Folge diese Map hier noch weiterspielen werden und danach wird sie zum Download veröffentlichen. Und dann wird es eventuell noch eine zweite Staffel geben. Ganz kurz, warum ich jetzt eine Weile lang nicht aufgenommen habe. Gut, könnte ich mich jetzt versuchen rauszureden, deswegen lasse ich es bleiben. Mir hat einfach die Lust gefehlt, da jetzt ein bisschen was zu machen dran. Aber ich habe mir jetzt gedacht, du kannst jetzt die Map nicht mehr so liegen lassen. Ich habe ja zwischendurch jetzt mal ein paar Mal meinen PC neu aufsetzen müssen und so weiter und habe auch CD Skylines eben wieder installiert. Und da die Map noch vorhanden war, habe ich mir gedacht, gut, bringen wir die Map noch zum Abschluss und machen hier noch ein bisschen was draus, was Schönes. Deswegen, das Spiel ist gerade irgendwie komischerweise auf Englisch, das ist jetzt aber erstmal egal. Und ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal bis zur 50. Folge noch schön die Stadt hier noch weiterbauen und so wie das wie die Barlow Heights aussehen, dass wir versuchen, den Rest der Stadt auch noch so schön zu machen. Und dafür habe ich mir erstmal vorhin ganz kurz einen Überblick verschafft, wie das jetzt hier aussieht. Und was ich jetzt erstmal so ganz grob sehe, ist, wir haben natürlich wieder ein paar tote Menschen, die auf den Transport warten, keine Ahnung, also hier wieder auch hier vorne wieder ganz schlimm. Das Problem hatten wir schon immer. Ich weiß auch nicht, man es vielleicht auch noch irgendwie anders beheben könnte. Jetzt habe ich die ganzen Tutorials wieder. Ach Mist. Überall durchklicken hier. Healthcare. So, müssen wir einmal gucken. Wir haben ja an sich überall genug von diesen Krematorien. Ach, das heißt sogar im Englischen genauso. Naja. Vielleicht, also hier vorne haben wir das Problem nicht. Und vor allem, wir haben jetzt vorne ein ganz großes Problem, dass hier vorne einfach überall die Mitarbeiter fehlen. Das würde ich einfach sagen, wir bauen das hier langsam hinten zurück. Dass wir hier langsam hinten sagen, okay, wir müssen jetzt mit unserem alten Gebiet hier abschließen und sagen, es kann nicht mehr so weitergehen, wir müssen jetzt hier draus Bürogebiete machen. Dass wir vielleicht das Gebiet hier wirklich mal sagen, rückbauen und dann wirklich sagen, wir reißen das Ding komplett hier ein und machen daraus dann ein neues Gewerbegebiet, ein schönes. Dass wir vielleicht auch noch eine Erweiterung schaffen, dass wir vielleicht sagen, wir machen hier vielleicht jetzt zum Abschluss des Let's Plays ein riesiges Büro- und Gewerbegebiet hin. Dass wir vielleicht einmal damit schon mal beginnen, dass wir hier Zufahrten schaffen, dass wir hier eine weitere Zufahrt schaffen, damit wir nicht mal über diese Straßen hier gehen müssen. Dass wir dann eventuell hier vorne eine Freeway Intersection hinbauen. Dann müssen wir ganz kurz das Spiel pausieren. Und werden erstmal jetzt damit beginnen, langsam mit diesen kleinen Megaprojekten, diese in unserer Map Renmont. Ich habe auch überlegt, dass wir vielleicht der Map, wenn wir mit ihr für abschließen, auch noch vielleicht noch einen anderen Namen geben, weil. Oh, ich habe vergessen, die Windows-Benachrichtigung auszuschalten. Dass wir dann der Map noch einen anderen schönen Namen geben, einen neuen. Weil die Map heißt jetzt ja seit Beginn so und das, wir haben ja an den Namen jetzt nicht geändert gehabt. Und deswegen wäre das vielleicht nochmal eine Idee. So. So, machen wir mal ungefähr so, würde ich sagen, ne? Ja, passt. Dann müssen wir jetzt hier nur eben die Straßen wieder verändern. Das wird ich einmal wegnehmen. Und machen jetzt hier eine Autobahn. Die muss, da müssen wir auch wieder darauf achten, dass wir Kurve aussehen hier. So. Übrigens auch, solange ich das Spiel nicht mehr, solange wir nicht aufgenommen haben, solange habe ich das Spiel auch nicht mehr gespielt. Das heißt, eventuell bin ich ein bisschen raus, aber das kriegen wir alles wieder hin hier. So. Das ist ein bisschen schöner machen hier. Das sieht ein bisschen abgehackt aus. Dass wir diese Straße auch wieder hier schön hinbauen. So. Und dann auch diese wieder. So. Jetzt kann man es eigentlich. Jetzt fällt es eigentlich gar nicht mehr auf, dass da mal einfach nur eine gerade Straße war. Gut. Dann müssten wir sagen, dass wir eventuell hier neue Anbindungen schaffen, dass wir auf jeden Fall einen großen Kreisverkehrsnamen machen hier. Ist das ein großer? Ja, okay, das ist ein großer. Das ist alles richtig. So. Machen wir das Ganze. Dann schaffen wir jetzt hier. Vielleicht können wir das Ding auch so wegnehmen und sagen. Die Musik ist ganz schön laut, ne? Können wir das auch einmal mit solchen Zufahrten machen? Geht doch. Haben wir irgendwas hier? Nö. Perfekt. Dann lass uns einfach so erstmal. Sieht zwar jetzt nicht ganz optimal aus, aber es ist schon mal besser als gar nichts. Und dann können wir sonst einfach sagen, dass wir jetzt hier die Straße schön durchziehen und dann daran anbinden. Diesen kleinen Kreisverkehr hier.
Und somit könnten wir auch die Zufahrt zu der Stadt ein bisschen verbessern. Oder wir bauen es erstmal auf jeden Fall an die, hier durch. So, machen wir erstmal direkt erstmal hier das hier. Das soll ja ein florierendes Viertel werden hier. Das soll ja die neue Metropolregion sozusagen werden hier. Was ist das für ein Gebäude? Das ist eine Müllhalde, ne? Okay, haben wir ein Problem. Dann müssen wir jetzt das auch noch abreißen. Und das Busdepot haben wir hier auch noch. Okay. Am besten wäre es natürlich, wenn wir jetzt darum rumbauen könnten, aber an sich habe ich das Gefühl, wir müssen die abreißen und müssen die neu aufstellen. Das ist halt ein bisschen blöd, aber müssen wir jetzt erstmal leider so machen. Hier die Straßen entfernen. Dass wir dann hier die perfekte Anbindung direkt schaffen können. So. Wenn wir jetzt hier durchfahren, weil da noch, das ist noch ein Weg, ne? So. Und jetzt können wir jetzt hier entlang sagen, wir machen jetzt hier, da müssen wir auch noch upgraden hier, wenn wir schon dabei sind. So. Okay. Dass wir jetzt wirklich hier sagen, wir machen jetzt hier eine, also das vielleicht nochmal neu verbinden, oder wollen wir es einfach komplett abreißen? Sollten wir vielleicht auch nochmal überdenken. Man könnte uns auch eigentlich an sich das hier, vielleicht auch nochmal hier mit verbinden. Dann müssten die Leute nämlich auch immer nicht durch die Stadt durchfahren, sondern könnten doch einfach praktisch durch das Gebiet durchfahren. Dass wir praktisch eine direkte Anbindung hier hinten ranbauen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Ich glaube, das machen wir mal. Dass wir jetzt mal hier sagen, hier entlang. Okay, müssen wir ganz jetzt mal eben höher bauen hier. Machen wir es am besten. Wenn wir die jetzt hier rüber bauen wollen. So vielleicht hier rum. Oder haben wir da nämlich noch eine. Wir müssen jetzt versuchen, das zu schaffen, dass wir jetzt hier eine Gerade mal eben vielleicht zu versuchen. Okay, das haben wir erstmal geschafft. Hier rüber zu bauen, jetzt können wir jetzt mal hier. Machen wir das mal so. Und dann hier wieder runter. Okay, ich glaube, das kann man so lassen. Wir müssen bloß noch mal gucken, dass wir jetzt hier vorne die Stromleitungen, dass wir, ich glaube, wir müssen jetzt wahrscheinlich die wieder höher bauen, ne? Ja, müssen wir. Dass wir dann die beiden hier abreißen. Warte, wo genau für die Stromleitungen? Okay, die verbindet die beiden Dinger. Also, okay. Machen wir mal eben so. So, verbunden. Knapp, aber ist verbunden. Upgraden wir die auch nochmal. Die können wir sogar auch upgraden. Aha. Was sich daran ändert, weiß ich nicht, aber. Sind sich in der Brücke geändert, oder? Ich glaube, hat aber auch nichts gekostet. Naja, ist egal. Hauptsache, das Gefühl ist besser, ne? So. Das will ich einfach jetzt sagen, wir haben jetzt hier diese Anbindung, dass wir jetzt wirklich hier Abzweige reinbauen, dass wir jetzt die schon wieder verbinden. Und dann würde ich sagen, mit dem alten Industriegebiet können wir eigentlich noch verbinden, sogar noch. Wir müssen mal denn hier können wir langsam beginnen, die Abzweige reinzusetzen, dass wir sagen, wir machen hier vorne den ersten Abzweig. Machen die jetzt ein bisschen gerade runter hier. Wir können ja auch einfach so runterbauen. Einmal praktisch mehrere Abzweige hier rein. So.
Dann könnte man die miteinander wieder verbinden. So. Dass wir jetzt hier praktisch einen neuen Elitezentren sozusagen schaffen. Müssen wir jetzt hier aber wirklich das zurückbauen, weil sonst das nicht mehr funktioniert. Dass man jetzt hier wirklich sagt, hier bauen wir zusammen, hier bauen wir zusammen, hier bauen wir zusammen. Damit das einigermaßen jetzt passt. Und dann könnten wir jetzt hier schon an sich die ersten kompletten Bürogebiete ausweisen. Dass das hier wirklich zu einem Finanztreffpunkt, was weiß ich was wird. Wir machen es ganz einfach irgendwie. Machen einmal hier rüber. Machen jetzt bis hier unten. Oh, warte. Machen jetzt mal so. So. Unten fehlt noch was. Das machen wir auch noch mit und dann tut es eigentlich erstmal in Ordnung sein. Ich glaube, jetzt haben wir alle Gebiete einigermaßen ausgewiesen. Das hier vorne stimmt noch nicht ganz. Überschneidet sich noch ein wenig. Machen wir aber auch ganz schnell so draus und dann passt das wieder. Müssen wir auch die Gebiete noch hier, das Gebiet wieder wegnehmen. Weil das jetzt sozusagen jetzt noch ein ganz alter Distrikt, den können wir an sich komplett wegnehmen, weil der ist ja an sich komplett irrelevant. Dass wir diesen Distrikt wirklich hier abschaffen. So. Ich hoffe, jetzt sagen wir, das trägt das weg. Jetzt dürfte auch jetzt bald die Industrie hier sich verändern wahrscheinlich. Aber ich muss ja noch für Strom hier sorgen. Haben wir Strom? Nee, noch nicht. Jetzt haben wir aber hier bald Strom. Jetzt müsste eigentlich, wenn sich jetzt die ersten Betriebe ansehen. Ich weiß nicht, wo sie sich ansehen werden. Machen wir hier noch Wasserleitungen hin. So. Machen wir hier auch nochmal. Vorne auch nochmal und dann haben wir jetzt da vorne. Passt eigentlich alles gut, wir haben alles verbunden. So. Und Stufe 3. Gucken wir, wie, ob sich jetzt wo zuerst die ersten Häuser hingebaut werden. So, jetzt baut sich eigentlich alles schon zurück. Davon hat sich ja nichts gebildet, weil wir auch gerade keine Nachfragen haben. Wir müssen noch ein bisschen abwarten, wie sich das jetzt hier entwickeln wird. Aber ich schätze mal, das wird sich eigentlich relativ rasant später entwickeln. So. Das komplette Industriegebiet hier vorne nehmen wir einfach jetzt erstmal weg. Das ist die kompletten Arbeitsplätze, die jetzt hier erstmal noch sind. Woanders reingesteckt werden. So. Wir müssen immer hier eine Übergangsmöglichkeit schaffen, dass wir erstmal sagen, wir verbinden das erstmal wieder hier.
weil hier, glaube ich, eine Busroute langläuft. Ach, die ist damit verbunden. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz... So. Sollte die eigentlich wieder funktionieren? Oder? Wo läuft die lang? Habe ich das schon ausgewählt, das Auswahltool? Warte, bin ich jetzt hier falsch? Ich bin hier komplett falsch. Natürlich bin ich hier falsch. Wo geht diese Linie zur Zeit lang? Weil die beginnt da vorne, aber die findet kein Ende gerade. Aber irgendwo muss sie doch jetzt hier hinlaufen, weil sich das... Die Linie hier vorne, da hört sie auf. Das heißt, sie müsste ja eigentlich... Weil die überall in Haltestellen sind, ne? Ja gut, warte mal. Die müssen wir löschen. Ich kann jetzt gerade irgendwie nicht löschen, oder geht das? Geht das nicht, wenn da keine Straße ist, oder was? Kurz gucken, ob ich die jetzt löschen kann. Wenn ich mir das Ganze mit Linie mal angucke hier. Ist das Buslinie 1? Ich muss jetzt Farbe ändern. Nein, ist es nicht. Das ist Buslinie 3. Ah ne, okay, das ist Buslinie 1. Wir müssen die erstmal löschen, glaube ich, einfach. Oder? Ja, müssen wir löschen. Erstmal hier kommt die komplette Sache weg. Hier vorne ist jetzt immer kein Strom mehr, den müssen wir auch erstmal wieder sorgen für. So. Das kommt auch weg. Oh, hier vorne hat sich was gebildet. Ja gut, ich sollte mal die Wasserleitung auch vielleicht mal mit der Wasserleitung verwenden. So. Entsteht jetzt hier vorne unser neues Wirtschaftszentrum, würde ich sagen. Und wir haben jetzt gerade, machen gerade richtig Minus. Hoffentlich geht das langsam wieder zurück. Es geht wieder zurück, okay. Mit Null aus. Wir haben nicht mehr genug Strom. Warum fehlt der Strom? Das ist nicht angebunden. Hier oben ist auch... Ah, warte, warum ist das nicht angebunden? Wir sind hier nicht verbunden miteinander? Der hat sich doch verbunden. Binden wir jetzt miteinander. Das hier wird jetzt ein Moment. Wo ist denn jetzt? Da ist es. Jetzt. Und da dürfte eigentlich alles ja laufen hier. Eigentlich. Ist doch gar nicht verbunden hier. Warte mal. Das komplette Stromnetz von hier ist doch gar nicht mit dem da hinten jetzt mehr verbunden. Jetzt aber wieder. Jetzt wird nur wieder Strom fließen, oder? Ja. Läuft, gut. Stromproblem ist behoben. Gut. So, dann können wir das auch wieder oben wieder löschen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen, aber ich würde es uns einfach sagen. Für die heutige Folge haben wir erstmal viel geschafft, haben erstmal schon mal viel verändert. Man sieht hier vorne noch die Rückstände von der Industrie, aber es wird sich auch mit der Zeit wieder beheben. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's bis dahin gut und ciao.